nehmt ihr mit. Vielleicht geht es auch aufs Kraftwerksgelände. Da müssen wir jetzt schauen, ob das wirklich stattfindet. Und eine Frage interessiert mich vor allem. Wie ist denn die Situation heute in Fukushima? Anders als viele meinen, ist Fukushima keine Todeszone, sondern eine Region, in der ein ganz normaler Alltag möglich ist. Beim Waraji-Festival, dem Fest der heiligen Sandale, konnten wir uns selbst davon überzeugen. Ein Problem liegt darin, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkehren möchten, dies jedoch noch nicht möglich ist, weil bevor sie auf ihre Grundstücke zurückkehren können, eine Dekontamination stattfinden muss. Für diese Dekontamination muss erstmal das ganze Unkraut entfernt werden in Form von Bambus. Wir haben uns daher an einem Tag den freiwilligen Helfern angeschlossen, um diesen Bambus zu entfernen von einigen Grundstücken. Da hat sich halt auch wieder gezeigt, dass das Problem darin besteht, dass die Umwelt quasi alles zerstört hat und es nicht an den Radionukliden in der Umwelt liegt. Nach dem Unglück wurden viele provisorische Behausungen und Unterkünfte errichtet, damit den Menschen schnell, obwohl sie durch die Katastrophe, durch den Tsunami, alles verloren haben, sofort wieder ein relativ normales Leben führen konnten. Die Menschen haben uns dort sehr, sehr herzlich empfangen. Und auch obwohl sie jetzt 5 Jahre später immer noch dort leben, ist die Hoffnung dieser Menschen auf eine Rückkehr in ihre alten Wohnungen und ihre alten Häuser nicht verloren. Am meisten hat mich beeindruckt, wie diese Menschen aus der Not heraus eine Gemeinschaft, eine Familie gebildet haben. Dies scheint für Japan einzigartig zu sein. Natürlich wurden wir vom Institut mit Messgeräten ausgestattet, die unsere Strahlenbelastung dokumentiert haben. Diese Messgeräte haben wir Tag und Nacht bei allen Aktivitäten bei uns getragen. So, die 2 Wochen sind um. Wir finden uns wieder hier in unserem Institut in Hannover. Und das Messgerät, was ich in Japan die ganze Zeit bei mir gehabt habe, zeigt mir eine Strahlenbelastung von 30 Mikrosievert an. Bevor wir losgefahren sind nach Japan, habe ich ein baugleiches Messgerät hier auf meinem Schreibtisch deponiert. Dieses Messgerät zeigt mir jetzt nach 2 Wochen eine Strahlenbelastung von 34 Mikrosievert an. Was bedeutet, dass ich in Japan weniger Strahlenbelastung abbekommen habe als hier in Hannover. Japan hat von Haus aus einen sehr geringen Strahlenhintergrund. Das heißt, die natürlich vorkommende Radioaktivität dort im Boden ist deutlich geringer als anderenorts, zum Beispiel hier in Europa. Das erklärt, warum die Strahlenniveaus außerhalb der Sperrzone in Fukushima niedriger sind als das, was wir zum Beispiel in Deutschland messen. Die natürliche Radioaktivität hier in Deutschland ist sehr viel höher und das erklärt, warum die Strahlenbelastung unterm Strich in Deutschland höher ist als außerhalb der Sperrzone in Fukushima.